Nächste Frage, der Reitschuster. Kein einziges Wort zu Corona. Ich hätte mir die Teilnahme an der Bundespressekonferenz heute überhaupt sparen können, weil ich überhaupt nicht zu Wort kam, dafür andere vielfach. Afghanistan war heute das Hauptthema, was ich völlig verständlich finde angesichts der Lage. Was ich nicht verständlich fand, dass die Regierung wieder nicht gegrillt wurde. Ich stelle mir vor, wie das im Weißen Haus hier hätte aussehen können, wie das in London hätte aussehen können. Und hier war es eher so ein saghaftes Vortasten nach bestimmten Themen. Aber mit Grillen der Regierung, so wie ich mir Medienarbeit vorstelle, hatte das gar nichts zu tun. Ich mache Ihnen nachher ein paar Fragen in der Zusammenstellung. Insgesamt dauerte die Bundespressekonferenz heute 75 Minuten und davon waren etwa 65 Afghanistan. Die Regierung hat sich zu ihrer politischen Verantwortung nicht geäußert. Dazu hätte ich gerne noch mal gefragt, auch zu den Vorwürfen, zum Beispiel von Trittin, der sagt, Maas ist mitverantwortlich für den Tod von Menschen. Aber das konnte ich leider nicht fragen. Schauen Sie jetzt mal rein, was zu Afghanistan alles gefragt wurde. Ein kurzer Ausschnitt. Herr Koch, dann Frau Dudin. Auch eine Frage an das Auswärtige Amt. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die deutsche Botschaft in Kabul in der vergangenen Woche um das Ausfliegen von Personal gebeten habe, das Auswärtige Amt darauf aber nicht reagiert habe. Was sagen Sie dazu? Also diese Berichte habe ich gesehen. Das trifft so nicht zu. Also stimmt definitiv dann nicht, dass die Botschaft in Kabul in der vergangenen Woche bereits um das Ausfliegen gebeten hat, also vor diesem Freitag oder dem Wochenende. Das stimmt definitiv nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen mit um das Ausfliegen. Also das, Herr Burger, trifft es zu oder vielleicht auch Herr Helmbold, dass am Gate in Kabul in diesen Stunden oder Minuten deutsche Staatsangehörige zurückgeschickt werden mit dem Hinweis, dass sie erst am Freitag evakuiert werden, obwohl heute drei, wie Sie es auch gesagt haben, zwei oder drei Evakuierungsflüge stattfinden sollen. Kennen Sie diese Situation? Finden diese Flüge heute statt? Also das widerspricht allem, was ich zur Situation dort vor Ort weiß. Frau Dudin. Herr Burger, schon Ende Juni hat Ihre Kollegin hier in der Regierungs-PK gesagt, dass etwa 2400 Visa für Ortskräfte und deren Angehörige erteilt worden sind. Wie viele weitere Visa sind zwischen dem 1. Juli und dem 15. August von Ihnen erteilt worden? Ich kann Ihnen dazu... Ja, ich möchte vielleicht ein bisschen verweisen auf die vergangenen Regierungspressekonferenzen der letzten Zusatz. Also verstehe ich das richtig, dass Sie seit der Zahl 2400 Visa Ende Juni keine neue Zahl an erteilten Visa nennen können heute? Ich habe diese Zahl im Moment nicht dabei. Ich werde mal nachfragen, ob tatsächlich in diesem Verfahren seither Visa erteilt wurden. Herr Burger, zur Mission von Botschafter Protzel in Doha hat er schon erste Gespräche mit den Taliban gehabt. Könnten Sie sagen, auf welcher Ebene diese Gespräche stattfinden oder stattfinden sollen? Ich habe eine Nachfrage. Es gibt Berichte darüber, dass täglich schon hunderte Flüchtlinge aus Afghanistan über den Iran in die Türkei kommen. Haben Sie da Gespräche geplant, auch mit der Türkei und auch direkte Gespräche mit dem Iran? Ich halte es ja immer so, dass ich Ihnen über Gespräche der Bundeskanzlerin dann berichte, wenn sie stattgefunden haben. Nochmal jetzt auch zu den Flüchtlingen oder möglichen Flüchtlingen. Frage ans BMI vor allen Dingen auch. Herr Seehofer hat ja gesagt, dass er mit bis zu 5 Millionen Flüchtlingen rechnet aus Afghanistan. Können Sie mal erklären, wie er auf diese Zahl kommt und auf welchen Zeitraum sich das potenziell beziehen könnte? Und wohin diese Fluchtbewegung aus Sicht des BMIs gehen wird, also wie viele davon potenziell in Deutschland landen würden? Ja, wie Herr Seibert ja schon gesagt hat, ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der afghanischen Flüchtlinge in der Region bleibt. Das heißt, sowohl in dem Land selber als auch in benachbarten Staaten liegt behalten. Also das heißt, Sie gehen nicht von 5 Millionen aus. Es ist keine Zahl, die von Ihnen oder von Herrn Seehofer stammt. Das ist quasi falsch. Und noch eine zweite Frage dazu.
Was ist mit der Forderung nach einem Kontingent, Aufnahmekontingent, was die Bundes-, nicht die Bundes-, sondern die Landesinnenminister jetzt gefordert haben? Vielleicht können Sie das noch ergänzen. Also diese 5 Millionen sind keine Prognose des Bundesinnenministeriums. Ich habe eine Frage bei den 450, die jetzt schon in Sicherheit gebracht worden sind. Wie viele dieser Personen sind denn afghanische Ortskräfte und wie viele sind Zivilisten anderer Nationen oder eben deutsche Zivilisten? Und welche Auswirkungen hat denn diese überraschend hohe Geschwindigkeit jetzt auf die konkrete Situation der Botschaft? Also das Gebäude ist geräumt, habe ich verstanden. Ich vermute, es ist von Taliban auch übernommen worden oder jedenfalls waren die auf dem Gelände. Ist denn sichergestellt oder wissen Sie, ob möglicherweise sensibles Material, also irgendwas, was nicht vernichtet werden konnte, nicht mitgenommen werden konnte, den Taliban in die Hände gefallen sein könnte und welche Art wäre das? Da gibt es ja entsprechende Berichte über amerikanische Einrichtungen in Afghanistan. Und dann, wenn ich es einfach nur dranhängen kann, gibt es irgendeine Schätzung, wie groß der Personenkreis derer, die noch nach Deutschland ausgeflogen werden wollen, werden kann? Also es fällt mir zunehmend schwer, aus Ihren Zahlenangaben herauszuarbeiten, wie konkret die Aufnahme hier von Ortskräften erfolgt ist. Und daher würde ich Sie ersuchen. Sie haben am Montag benannt, seit 7 Monaten arbeite man am Thema Ortskräfte. Ich würde Sie ersuchen, eine kalenderwöchentliche Aufstellung zu erstellen. Eine Nachfrage nochmal an das Innenministerium. Es gibt von den Landesinnenministerien, von den Landesinnenministern jetzt die Forderung, dass Bundesinnenminister Seehofer ein Aufnahmeprogramm, ein Bundesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge vorlegen soll. Arbeiten Sie an einem solchen Programm? Vielleicht kurz zum Kontext nur, es gibt die Meldung, dass die Landesinnenminister gemeinsam diese Forderungen an das Bundesinnenministerium stellen. Da geht es jetzt nicht nur um Ortskräfte, sondern auch um Frauenrechtlerinnen beispielsweise, Journalistinnen, Journalisten, die vielleicht möglicherweise auch fliehen möchten. Vielleicht dazu dann nur noch mal anknüpfend, wie viele Menschen ist denn Deutschland bereit aufzunehmen? Das ist aber nochmal eine Frage zu dem gestrigen Telefongespräch zwischen der Bundeskanzlerin und dem katarischen Emir. Können Sie dazu noch mal Näheres sagen? Und sieht die Bundesregierung auch Katar als eine Art Vermittlerrolle zwischen Taliban und der Bundesregierung? Also ich kann nicht mehr dazu sagen, weil diese Gespräche vertraulich sind. Aber auch eine Frage an Herrn Seibert, bitte. Herr Seibert, hält es die Bundesregierung für erforderlich, einen EU-Sondergipfel einzuberufen? Der nächste reguläre Gipfel findet ja, glaube ich, erst im Oktober statt. Ich würde doch fragen, Herrn Seibert fragen über, über Freitag, ob das Thema Afghanistan als Gesprächsthema in Moskau jetzt angekündigt ist. Ja, davon gehe ich sehr aus. Ja, ich würde ganz gerne trotzdem nochmal nachhaken zu den Zahlen irgendwo. Ja. Es ist unbefriedigend, dass man nur eine Größenordnung bekommt, wenn Sie die aktuellen Zahlen vorliegen haben. Könnten Sie bitte nochmal in sich gehen und überlegen, ob wir nicht eine aktuelle Zahl bekommen von den Menschen, die im Moment auf der Liste stehen und vielleicht auch aufgegliedert in Ortskräfte? Doch noch einmal zu der Frage, warum Subunternehmer sozusagen nicht in den Kreis der besonders Gefährdeten eingerechnet werden. Von Seiten der Taliban her ist es relativ egal, ob ein Afghane einen Vertrag mit der Bundeswehr hatte oder bei einem Subunternehmer. Da zählt dann im Zweifelsfall, hast du für die Deutschen gearbeitet oder nicht. Wenn man es von daher denkt, und man muss es doch wohl so denken, warum gilt dann nicht die Regel, wer bei einem Subunternehmen für deutsche Institutionen gearbeitet hat, fällt unter den Kreis der besonders Schutzbedürftigen? Ja, Sie können sich das Ganze anschauen auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de bei meinen Unterstützern. Es ist etwas langwierig. Heute übrigens erstaunlicherweise wieder eine Live-Übertragung der Bundespressekonferenz, aber nur die ersten 45 Minuten. Wahrscheinlich eine Ausnahme, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht wollte die Regierung, dass man ihre Stellungnahmen sieht, aber so wie das heute ablief, hätte die Regierung hier auch nichts zu befürchten. Ich finde es wirklich erstaunlich. Ich hatte vor der Bundespressekonferenz angemeldet, dass ich zu Afghanistan fragen möchte, also die Bitte um das Wort gestellt, dann noch, dass ich zu Corona fragen möchte. Manche Kollegen kamen dann zweimal bei Afghanistan dran, auch noch bei anderen Themen, die weniger Glücklichen gar nicht. Naja, ist wahrscheinlich alles wie immer nur Zufall.
Soweit, ich habe eine Frage zum Mandat und zum konkreten Mandatstext. Da heißt es, Zitat, der Einsatz wird durchgeführt auf der Grundlage des Völkerrechts und der Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan. Existiert diese Regierung noch aus Sicht der Bundesregierung? Und wenn nicht, wer ist damit gemeint? Ja, vielleicht können sich dazu die beiden Ressorts auch äußern, die das Mandat ja in den vergangenen Tagen mit Hochdruck erstellt haben. Ja, Herr Jung, ich möchte Sie gerne korrigieren. Sie haben das nicht ganz richtig zitiert. Hier steht, erfolgt auf Grundlage der fortgeltenden Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan. Und es ist völkerrechtlich so, dass eine solche Zustimmung natürlich den Staat als solches bindet, bis sie von einer anderen Regierung widerrufen ist. Okay, ausnahmsweise, aber kurze Frage. Und das Mandat beinhaltet auch, es geht um besonders schutzbedürftige RepräsentantInnen der afghanischen Zivilgesellschaft. Können Sie uns dazu mehr sagen? Wer und wie viele Menschen sind damit gemeint? Ich kann Ihnen dazu nur das sagen, was wir hier am Montag schon gesagt haben. Herr Jung stellt derweil schon mal seine Frage. Mir geht es auch noch mal um die Mitarbeiter der Subunternehmer. Das wundert mich ein bisschen, dass die Bundesregierung dort nichts tut. Selbst die amerikanische Regierung, die gibt ja sogenannte Special Immigrants Visa aus. Dort heißt es, ne, employed by or on behalf of the US government. Warum macht die Bundesregierung das nicht? Hier geht es ja um mehrere tausend Menschen, die in den letzten Jahren die Kleidung von den deutschen Soldaten gewaschen haben, die Tore der Camps gesichert haben. Warum kümmern Sie sich nicht um diese Menschen? Hochwasserhilfe-Infektionsschutzgesetz, Herr Jung. Als Hochwasserhilfe bin ich ein bisschen habe ich aufgehorcht, Herr Seibert, als Sie von Cell Broadcast gesprochen hatten und dies als neu bezeichnet haben. Wie kommen Sie auf die Bezeichnung neu? Das ist seit 1999 ein aktives System und die Bundesregierung hat eine EU-Richtlinie diesbezüglich seit 2018 auch gar nicht umgesetzt. Warum wollen Sie uns das jetzt als neu verkaufen? Was mir dann auch wieder auffiel, wenn man nicht fragen kann selber, dann macht man ja Beobachtungen, die man sonst nicht machen würde, weil man mehr Zeit hat, oben ja ohne Maske und wenn dann teilweise gehustet wird. Ich bin da überhaupt nicht ängstlich, aber wenn generell die Sorge so groß ist, dann hier erneut die Frage, warum oben ohne Maske, unten mit Maske. Noch nach Deutschland ausgeflogen werden kann. Also wie viele sind das? Gibt es da noch ein etabliertes Verfahren, wie man auf Listen kommt? Wie sieht das aus? Herr Wede, keine Nachfrage zu den Visa für die Ortskräfte. Und ja, ansonsten gab es wieder viel Ausweichendes. Daniel Lücking, ND der Tag. Eine Informationsanfrage, die müsste aus meiner Sicht das Auswärtige Amt und das BAMF, also sprich das BMI hier, betreffen. Es fällt mir zunehmend schwer, aus Ihren Zahlenangaben herauszuarbeiten, wie konkret die Aufnahme hier von Ortskräften erfolgt ist. Und daher würde ich Sie ersuchen, Sie haben am Montag benannt, seit 7 Monaten arbeite man am Thema Ortskräfte. Ich würde Sie ersuchen, eine kalenderwöchentliche Aufstellung zu erstellen der erteilten Visa. Ich kann das nur, also zu Ihrer ersten Frage, um eine solche Aufstellung will ich mich sehr gerne bemühen. Und wir würden das dann schriftlich an die Bundespressekonferenz reichen, wenn wir eine solche Aufstellung leisten können. Ich kann im Moment nicht genau sagen, welche Zahlen wir in welcher Aufbereitung liefern können. Zu Ihrer zweiten Frage, pardon, dazu kann ich nur für das Auswärtige Amt sagen, dass wir über vollständige Listen unserer Ortskräfte, die an der Deutschen Botschaft, unserer Lokalbeschäftigten an der Deutschen Botschaft verfügen. Wir wissen, wer das ist. Meine Frage bezog sich ja auf für Subunternehmen Tätige. Also auch die müssen ja nachweisen können, dass sie mal tätig gewesen sind und wie können die das entsprechen. Und vielen Dank für das entsprechende Zahlenwerk. Ich denke, das ist auch keine vergebliche Arbeit. Da werden mit Sicherheit Anfragen aus dem parlamentarischen Bereich auch noch kommen. Zu Subunternehmen kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, inwiefern uns das betrifft.
Wie gesagt, ich habe keinen Überblick über die Situation von Personen, die sich da aufhalten. Es sind im Zweifelsfall wahrscheinlich auch Personen, die bei anderen Ressorts beschäftigt waren. Aber mir fehlt tatsächlich der Überblick. Und um den Autogipfel ging es auch noch. Mit Blick auf den Autogipfel gefragt und ist die Bitte, eine Bilanz zu ziehen nach 6 von Nadine Lindner. Welche Bilanz zieht sie nach insgesamt 6 Autogipfeln? Zum Stichwort Zukunftsfonds, bereits im November wurden Hilfen für die Autozulieferer beschlossen. Was ist heute an dem Beschluss neu? Ich würde da gerne auf die Pressemitteilung, die nach diesem Autogipfel, also dem Treffen der konzertierten Aktion Mobilität, veröffentlicht wurde, verweisen. Da steht vieles drin. Das ist ja jetzt erst zu Ende gegangen, als wir hier schon saßen. Deswegen gibt es dazu eine Pressemitteilung, die sicherlich auch Frau Lindner hat. Gibt es dazu von Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur noch was zu sagen? Ich kann gerne etwas ergänzen, was genau einen kurzen Sachstand aus unserer Sicht. Thema war ja heute auch Ladeinfrastruktur. Da sind wir heute beim Stand. Es gibt rund 46.000 öffentliche Ladepunkte, davon 7.000 Schnellladepunkte. Und wir haben erst kürzlich am Montag vorgestellt unsere Ausschreibung für die 1.000 Schnellladestandorte, die jetzt kommen soll. Genau, und damit wollen wir natürlich jetzt quasi, dass die Autofahrer in kürzester Zeit die nächste Schnellladesäule auch erreichen können. Das ist uns natürlich ganz wichtig. Und wir haben auch gestern angekündigt, das Programm zur Förderung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird neu aufgelegt. Dafür stehen 500 Millionen Euro zur Verfügung bis 2025. Da ging gestern der erste Förderaufruf online. Da kann sich jetzt also auch beworben werden für. Und damit wollen wir auch noch mal den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland sehr stärken. Ja, und dann wurde zum Beispiel angekündigt, dass die Bundeskanzlerin in Nordrhein-Westfalen am 65. Jahrestag der Gründung des Bundeslandes teilnimmt. Ja, was habe ich heute zu berichten? Bin etwas ratlos. Jetzt hatte wirklich brennende Themen zu Corona. Ja, aber offenbar machen wir im Moment nur noch Afghanistan und die Lieblingsthemen. Bei aller Wichtigkeit von Afghanistan, was hier mit Corona passiert, ist auch wichtig und die Regierung sollte sich hier auch verantworten müssen. Ja, ein etwas ratloses Video heute aus der Bundespressekonferenz, zumal ich heute in den Süden aufbreche, jetzt erstmal nicht da sein werde, aber wenn man eh nicht zu Wort kommt, dann ist das ja auch gar kein großer Unterschied. Vielen Dank, dass Sie reingeschaut haben. Abonnieren Sie den Kanal, abonnieren Sie auch den Ersatzkanal. Auch ohne BPK wird es hier spannende Berichte geben. Ich habe schon tolle Interviewpartner. Ich wünsche Ihnen was. Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, und bevor ich es vergesse, ein Interview heute mit einem der bekanntesten österreichischen Afghanistan-Experten, der eine völlig andere Sichtweise hat, der glaubt, dass man freiwillig den Taliban den Platz freigemacht hat. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin kein Afghanistan-Experte. Erstaunlicherweise, ich war schon in Afghanistan, aber viele andere, die noch nie dort waren, die scheinen sich viel mehr für Afghanistan-Experten zu halten als ich. Und ich bin bei Gott keiner. Alles Gute, danke, ciao. Das war's für heute. Nächste Frage der Reitschuster. Backstage, große Fehler habe ich nicht gemacht. Ein Witz fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Das Schwierige ist, dass so viel, was hier um einen herum geschieht, dass man das für einen Witz hält, für einen schlechten Witz, dass man diese Situation hat, die für mich eigentlich sehr ungewöhnlich ist, dass einem keine Witze mehr einfallen. Man möchte ja ständig schon vor Verzweiflung lachen hier bei all dem, was man aus den Nachrichten hört. Aber einen Witz habe ich doch noch, der ist aber Realität. Es ist kein Witz, aber es ist wie ein Witz, das sich Herr Lauterbach jetzt geäußert hat. Man meinte, man soll doch den Afghanen Impfstoffen zur Verfügung stellen und wir haben doch welche übrig, die sollten jetzt nach Afghanistan gehen. Ja, das ist mit keinem Witz zu toppen. Das zeigt, was wir für einen Tunnelblick haben. Das sind Menschen, die auf die
Flugzeuge steigen wollen und die auf die Flugzeuge, an den Flugzeugen sich festklammern, wo sie wissen, sie gehen in den Tod, so verzweifelt sind, die dramatische Szenen, die jeden empathischen Menschen hier wirklich das Herz, bei ihm das Herz stoppen lassen. Und was macht Herr Lauterbach? Er sagt, er denkt daran, wie man die Afghanen impfen kann. Sagt, glaube ich, sehr viel aus über ihn. Und dass jemand wie er hier der große Guru ist und allgegenwärtig. Bei den Talkshows gibt es wahrscheinlich eine Strafsteuer, wenn Lauterbach nicht dabei ist. Und dass dieser Lauterbach hier der führende Kopf ist und allgegenwärtig in den Medien. Ich glaube, das sagt ziemlich viel über unsere Medien aus. Alles Gute, danke.